Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Heute Baustopp, vorerst letzter Teil. Und ich erkläre mal warum. Ich habe mittlerweile einen Grad von Murksigkeit und Fusch erreicht. Den kann selbst ich nicht mehr schönreden und da muss ich sagen, das geht so nicht. Also fangen wir an mit dem Bahnhof. Ich habe eine wahnsinnig lange Gerade, die prinzipiell ja nicht schlecht ist, aber nicht, wenn das so ein kleiner, spötteliger Bahnhof ist. Und in welchem Universum befindet sich am selben Gleis, direkt nebeneinander, ein Güterschuppen und ein Bahnhof? Das geht ja mal nur gar nicht. Passt nicht. Das nächste, was mir überhaupt nicht passt, ist das mit der Brücke. Also, das ist keine Brücke, das ist ein Brückchen. Und ich wollte eine richtige Brücke und das ist keine richtige Brücke. Das geht so nicht, da haben alle recht. Und das Problem, was ich habe, ist mit diesen Auffahrrampen, dafür ist selbst bei Spur Z, damit das halbwegs gerade und realistisch ist, meine Platte zu klein. Das nächste, ich wollte die Berge mit Zeitungspapier machen. Das ist übrigens eine total tolle Idee, wenn man nicht so schnell arbeiten würde wie ich. Wenn man nur eine Lage Zeitungspapier nimmt, die dann trocknen lässt, bis sie richtig trocken ist, dann die zweite Lage richtig trocken lassen und dann die dritte Lage, dann trocknet alles vernünftig durch, nichts verzieht sich, alles wirkt gut. Wenn man natürlich so ein Hektiker ist, wie ich einer bin, der Meinung ist, oh, drei Bahnen schön satt, nass in nass, das flutscht, die schön kreuzmäßig verlicht, na, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Zeitung sich zusammenzieht und hoch wird. Und zwar nicht ein bisschen, sondern richtig viel. Ich könnte das Ganze durch eine nächste Lage, die ich hier anfange und runter mache, noch beheben, aber das ist Murks zu viel. Und das Letzte, was mir nicht gefällt, ist mein Stellpult. Ich möchte ein mechanisches Stellpult haben. Das wird auch definitiv ein mechanisches Stellpult werden. So, was haben wir denn bis jetzt am Material, was ich verschleudert habe? Ein bisschen Drahtgeflecht hatte ich noch, musste ich nicht kaufen. Zwei Bahnportale, die kann ich eventuell weiterverwenden. Die Brücke, naja, die habe ich gekürzt, die ist definitiv Murks, die geht in eine Grütze. Eine Tüte Gleichschotter habe ich gekauft. Ach, toll, was für ein Verlust. Und ein Paket Tapetenkleister. Das heißt, alles andere, was ich so verbaut habe, kann ich noch wiederverwenden. Also auch den Bahnhof und die Reifeisen kann ich wiederverwenden. Die Gleise kann ich wiederverwenden. Die sind ja nicht so richtig fest, weil die kann man so hochnehmen. Ich habe nichts genagelt und nicht so schlau war ich auch. So. Die Verkabelung, ich habe zwar bis jetzt alles verkabelt, aber auch das kann ich wiederverwenden. So, was machen wir? Erstmal kommt der Sommer. Ich baue alles nach und nach zurück. Deswegen werde ich über die Spur-Z-Anlage bis zum Herbst erstmal nicht berichten. Aber am Mittwoch, immer wenn es mal was Besonderes gibt, ich mal wieder im Urlaub war oder irgendwas, das kommt erbarmungslos auf den Mittwoch. Freitags gibt es Lego. Das habe ich ja gesagt. Lego-Quatsch. Klemmbaustein heißt das Gedöns. Das bleibt so. Ich werde mir jetzt erstmal einen vernünftigen Gleisplan überlegen, den ich auf einer Fläche von rund 2,50 m x 80 m unterbringen kann. Und zwar eindimensional, also nur eine Ebene. Ich baue das Ganze mit einer Ebene. Wahrscheinlich wird das hintere Gleis unter einem Berg verschwinden. Dann könnte ich da noch irgendwie eine kleine Bahn irgendwie oben rauf zirkeln, raufbauen. Das weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall ist auch der Abstand hier vorne, Randgleis, der ist zu gering. Der muss so sein, dass da mindestens eine Reihe Bäume, besser zwei, vorpasst. Falls da mal was entgleist, dass das nicht runterpoltert, sondern sich in den Bäumen fängt. Das Gemüse geht erbarmungslos in die Grütze. Wenn ich normalen Berg baue, werde ich, glaube ich, irgendwas mit Styrodur, Styropor, irgendwas in diese Richtung machen. Habe ich auch schon tolle Berichte gesehen. Und dann irgendwie mit Gips obendrauf, das wird toll. Und das Stellpult wird ein mechanisches bleiben. Das heißt, Travos bleiben Travos. Es kommen Schalter, ganz normale Schalter hin für Licht. Es kommen ganz normale Taster hin. Für, oder auch Schalter, genau, Schalter, wenn ich ein getrenntes Gleis wieder einschalten möchte. Und es kommen Taster hin für die Entkupplung, die ich bauen werde. Aber die Weichenstellpulte, da werde ich richtiges mechanisches Stellpult geben. Das gibt so richtige Hebel, die man bedienen kann. Von H0 Fein habe ich auf der Homepage gefunden von denen. Kostet echt Geld einer. Ja, aber man kauft sich die einmal und dann lässt man das. Das heißt, das Ganze wird zurückgebaut. Und bis ich einen vernünftigen Gleisplan habe, werde ich das machen. Und wenn einer eine total geniale Idee hat, wie ich einen Gleisplan machen kann, auf dieser Fläche, gerne. Entweder was Ländliches oder eine Seite ländlich, eine Seite Industrie, vielleicht auch ein Bahnbetriebswerk. Das weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir in Ruhe.
Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf Michaels Welt.